freue mich über eine größere Zahl von Stadtratskolleginnen. Weiblich habe ich sie noch nicht gesehen, aber Kollegen sind da. Ganz da hinten, Frau Kollegin Lippert, jawohl. Mein zuständiger Referentkollege Montag ist hier und freue mich also auch über die Polizei, ist da sehr prominent aus dem Polizeipräsidium Würzburg. Heißen Sie alle herzlich willkommen. Wir sind ein wenig noch vielleicht unter dem Schock, wenn wir uns in Erinnerung rufen, welche grässlichen Gewaltexzesse sich beispielsweise in Indien zugetragen haben, wo Frauen mehrfach von Gruppen unter bestialischen Umständen sexuell missbraucht und vergewaltigt worden sind. Das hat uns wieder einmal aufhorchen lassen, sollte aber den Blick nicht von unserer eigenen Situation, von unseren eigenen Verhältnissen vor Ort ablenken. Denn das Thema Gewalt gegen Frauen, gerade auch häusliche Gewalt gegen Frauen, ist leider auch Alltagsthema in unserer Stadt, in unserer Region und in ganz Deutschland. Jede vierte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben körperlich oder sexuell belästigt bzw. mit erlebt Gewalt, und zwar nicht durch den bösen schwarzen Mann an einer Unterführung, sondern vom Beziehungspartner. Zwei Drittel aller sexuellen Gewalttaten finden vielleicht auch deswegen in der Privatsphäre der Frau, im Bekannten- und Familienkreis statt. Und rund 2000 Frauen suchen jährlich Zuflucht in einem der 38 Frauenhäuser allein in Bayern. 93% der Opfer berichten, dass in ihrem Haushalt lebende Kinder indirekt, ich würde sogar sagen auch direkt, zum Teil jedenfalls von Gewalt betroffen sind. Das ist ja auch für Kinder immer ein traumatisches Erlebnis, wenn sich die Eltern nicht nur streiten, sondern eben auch dann dieser Streit in Gewalt übergeht. Ein Drittel aller von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen ist gewissermaßen orientierungslos nach diesem Erlebnis und besitzt keine Kenntnis von den möglichen Hilfsangeboten, die unsere Gesellschaft mittlerweile bietet. Deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass diese Ausstellung heute stattfindet. Sie erschöpft sich gerade nicht nur in diesen Stellwänden, sondern sie soll hier auch Wege aufzeigen, wie man auf Hilfe ganz konkret auch hier in Schweinfurt zurückgreifen kann. Die Ausstellung selbst ist eine Wanderausstellung des Bayerischen Staatsministeriums, und das lese ich jetzt ab, für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. So ist es richtig. Und sie soll in erster Linie mal Vorurteile entkräften, Ängste nehmen und, wie gesagt, Informationen über die vorhandenen Hilfsangebote vermitteln. Sie ist hier zu sehen bis zum 6. März. Und ich möchte gar nicht so sehr auf die einzelnen Schaustücke eingehen. Es ist jedenfalls eine recht lebhaft ausgestaltete Ausstellung, auch mit Hörstationen und dem Tagebuch eines Opfers. Ich möchte vielmehr mich bedanken bei den Projektverantwortlichen. Das ist der Arbeitskreis Runder Tisch bzw. der Arbeitskreis Runder Tisch gegen häusliche Gewalt. Eine Schweinfurter Gründung, ich glaube die Gründungsmutter, sagt man in dem VV Albert Würsching, ist im Urlaub, deswegen ist sie auch nicht hier. Aber sie hat diesen Kreis 1996 gegründet. Seit 7 Jahren wird er nun von meiner, darf ich sagen, Gleichstellungsbeauftragten, gleich in der Verrat arbeitend, Frau
Wunder geleitet. Und Ziel dieses Arbeitskreises ist es, unbürokratisch alle Institutionen wie beispielsweise die Beratungsstellen, die Frauenhäuser, das Jugendamt, das Ausländeramt, Polizei, Justiz und Anwaltschaft zu vernetzen und hier ganz handgreifliche, erreichbare Angebote für Frauen und Opfer zu schaffen, damit Menschen in dieser Situation, Frauen in dieser Situation nicht allein gelassen bleiben. Ich möchte mich bedanken für diese Initiative, wünsche dieser Ausstellung viele Besucher und natürlich auch den nötigen Impuls, gegen häusliche Gewalt aufzustehen, gegen häusliche Gewalt Front zu machen, nicht nur als Opfer, sondern auch als Zaungast, als Zeuge. Das ist ja nicht immer ein Thema, was nur in den vier Wänden bleibt. Es gibt Nachbarn, es gibt Freunde, Bekannte, es gibt Lehrer, es gibt Ansprechpartner, es gibt Begleiter dieser Frauen, die ja in gleicher Weise auch aufgerufen sind, hier ein deutliches Nein zu sprechen. Ich danke für Ihr Kommen und wünsche natürlich hier, wie gesagt, der Ausstellung guten Zuspruch. Danke auch, mich bedanke noch bei den Medien für ihre Berichterstattung.